Ich bin als tätig. Ich übe meinen Beruf als aus. Ich beschäftige mich mit. Ich widme mich aktuell dem Thema. Ich bemühe mich, einen Job als zu bekommen. Ich habe alle meine Kräfte mobilisiert, um. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Mein Name ist Samantha und ich bin von Richtig Deutsch Sprechen. Heute stelle ich euch wichtige Synonyme für das Wort arbeiten vor. Je mehr Synonyme ihr auf Deutsch kennt und auch richtig anwenden könnt, desto leichter könnt ihr auf Deutsch kommunizieren und desto schneller fallen euch die richtigen Wörter im richtigen Moment ein. Je nachdem, um welche Art von Synonym es sich handelt, könnt ihr euch auch umgangssprachlich oder gehobener ausdrücken. Auch dafür habe ich passende Wörter ausgesucht. Die Aussprache von arbeiten habe ich in diesem Video schon einmal erklärt. Seht es euch sehr, sehr gerne an. Wie du weißt, sprechen lernt man durch Sprechen. Sprich deshalb am besten nach, indem du auf Pause drückst und mich imitierst. Am besten jeden Satz. Arbeiten im Sinne von ich arbeite als Lehrerin, ich arbeite als Ingenieurin, ich arbeite als Dolmetscherin, ich arbeite als Führungskraft. Kann man auch noch so ausdrücken. Tätig sein als. Ich bin als tätig. Beruflich tätig sein. Ich bin beruflich als tätig. Beschäftigt sein. Ich bin als bei der Firma beschäftigt. Einen Beruf ausüben. Ich übe meinen Beruf als aus. Oder einem Beruf nachgehen. Ich gehe meinem Beruf als nach. Man könnte auch sagen, einer Beschäftigung nachgehen. Ich gehe meiner Beschäftigung als nach. Erwerbstätig sein. Ich bin erwerbstätig. Das könntest du zum Beispiel antworten, wenn jemand fragt, arbeitest du? Ja, ich bin erwerbstätig. Oder wenn du nur in Teilzeit arbeitest, könntest du sagen, ich bin in Teilzeit erwerbstätig. Anstatt, ich arbeite in Teilzeit. Sein Einkommen erwirtschaften als. Ich erwirtschafte mein Einkommen als. Seinen Lebensunterhalt verdienen. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit oder als. Eine Stelle haben. Ich habe eine Stelle als bei. Anstatt Stelle könntest du natürlich auch Job sagen. Ich habe einen Job als bei. Einen Beruf ausüben. Ich übe meinen Beruf als aus. Das klingt sehr gehoben. Etwas, eine Position oder Funktion oder ein Amt inne haben. Ich habe die Position als Oberärztin inne. Und wenn es sich rein um ein Amt handelt, könntest du sagen, ich amtiere als, zum Beispiel, ich amtiere als Richterin. Ebenfalls sehr gehoben ist ein Amt bekleiden. Ich bekleide das Amt der Richterin. Für an etwas arbeiten könntest du diese Synonyme verwenden. Zum Beispiel, wenn du über deine Studienarbeit oder Doktorarbeit sprichst. Sich mit etwas auseinandersetzen. Ich setze mich im Zuge meiner Doktorarbeit mit auseinander. Sich mit etwas befassen. Ich befasse mich mit oder mit dem Thema. Sich mit etwas beschäftigen. Ich beschäftige mich mit. Sich etwas widmen. Ich widme mich aktuell dem Thema. Umgangssprachlich wäre zum Beispiel sich hineinknien, also etwas sehr, sehr intensiv machen. An etwas sehr, sehr intensiv arbeiten. Ich knie mich gerade in meine Doktorarbeit. Für arbeiten im Sinne von sich bemühen könntest du folgende Synonyme verwenden. Sich bemühen. Ich bemühe mich, meine Doktorarbeit fertigzustellen. Ich bemühe mich, einen Job als zu bekommen. Sich Mühe geben.
Ich gebe mir Mühe, einen neuen Job zu bekommen. Sich einsetzen für etwas. Ich setze mich dafür ein, dass mehr Frauen in meiner Abteilung arbeiten. Umgangssprachlich wäre hinarbeiten auf etwas. Ich arbeite darauf hin, dass mehr Frauen in meiner Abteilung arbeiten. Oder für etwas kämpfen. Ich kämpfe dafür. Gehoben wäre zum Beispiel nichts unversucht lassen. Ich lasse nichts unversucht, um, wenn man sehr, sehr intensiv und hart daran arbeitet, könnte man sagen, alle Kräfte mobilisieren. Ich habe alle meine Kräfte mobilisiert, um, oder alle Kräfte aufwenden. Ich habe alle Kräfte aufgewendet. Wenn man an etwas intensiv arbeitet, es aber sehr viel Kraft kostet, könnte man gehoben sagen, sich mühen. Ich mühe mich seit einiger Zeit, dass ich befördert werde. Sich stark machen. Ich mache mich dafür stark, dass alles daran setzen. Ich setze alles daran, um Tickets für das Konzert zu bekommen. Sich engagieren. Ich engagiere mich dafür. Ein umgangssprachliches Synonym wäre auch in der Mache haben. Das habe ich gerade in der Mache. Oder zugange sein mit etwas. Damit bin ich gerade zugange. Oder mit etwas zu tun haben. Damit habe ich gerade zu tun. Umgangssprachlich könnte man ebenso sagen, alle Hebel in Bewegung setzen. Ich setze alle Hebel in Bewegung, um sich ins Zeug legen. Ich lege mich ins Zeug, um sich hinter etwas klemmen. Ich klemme mich dahinter, um. Im Schwäbischen sagt man für Arbeiten auch schaffen. Ich schaffe als Lehrerin zum Beispiel. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und dir dabei geholfen, dich besser auf Deutsch auszudrücken, umgangssprachlicher oder gehobener oder beides. Schreibe gerne dein Synonym für Arbeiten in die Kommentare und auch gerne einen Satz mit einem Synonym oder vielleicht sogar mehreren. Ich freue mich darauf. Sehr gerne kannst du dem Video einen Daumen nach oben geben und es mit deinen Freunden teilen, die auch Deutsch lernen und ihre Aussprache verbessern möchten. Unten in der Infobox findest du alle Informationen zu meinen Kursen, die dir dabei helfen, dauerhaft, deutlich, verständlich und selbstbewusst, also ohne Angst, Deutsch zu sprechen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, schick dir viele liebe Grüße und hoffe, dass du gesund bist. Denk immer daran, dass du wertvoll bist und dass die Welt dich braucht.